Hallo miteinander. Willkommen beim Review von einer richtig schönen Enduro-Maschine. Es ist eine Sherco 450 SEF aus dem Jahre 2020. Ihr habt richtig gehört. Das ist eine Maschine, die erst kommen wird. Am Jahresende werdet bei den Sherco-Verkäufern die auch wirklich bestellen können und auch fahren können. Ich hatte hier das Glück, mit EnduroFun.eu die ganz neue Maschine mal Probe fahren zu können, über eine ganze Woche lang. Ich möchte euch einfach mal kurz ein bisschen was zu der Maschine sagen. Was gibt es da Schönes an der Maschine und was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht so gut gefallen? Fangen wir einfach mit dem Vorderrad an. Standardmäßig sind Michelin Enduro Medium drauf, die sich sehr schön, also eine schöne Traktion hier in Andalusien haben. Das ist jetzt hier der im Endeffekt noch nicht in Andalusien war. Es ist kiesig, schottrig, lehmig, sandig. Also du hast eigentlich alles, was es gibt auf dieser Welt. Also das ist ein gutes Allround-Paket, finde ich. Was auch bei starken Anstiegen ein wirklich gutes Ergebnis bringt. Die Federgabel ist von KYB. Das ist dieselbe Federgabel, auch die in der Tenere verbaut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das Innenleben auch 1:1 so ist, aber der Hersteller ist derselbe. Das kann ja gar nicht sein, weil von oben schaut sie auch schon ganz anders aus. Also im Endeffekt wahrscheinlich ist das Innenleben anders, aber der Grundaufbau ist derselbe. Und mein Kollege ist mit mir auch mitgefahren. Der hatte auch einen leichten Sturz. Was halt abgebrochen ist, ist einmal hier die Nase und hinten das Heck, weil er sie gut geschmissen hat über so ein paar 3 Meter. Hat mich ein bisschen verwundert, aber die Teile sind super günstig. Also insgesamt hat das jetzt gekostet so um die, lass es 100 Euro sein. Da kommt jetzt auch unser Hund. Ich bin ja ein jüdischer Enduro-Fan-Hund. Ja. Aber leider müsstest du jetzt mal aus der Kamera rausgehen, kleiner Hund. Ja. Mach mal weiter. Das Licht am Abend ist wirklich sehr angenehm. Ich hatte das mal in der Nacht an, weil wir leider ein bisschen in die Nacht reingekommen sind. Und mit verspiegeltem Visier war das schon, auch gut. Wenn die Sonne untergeht, ist das halt wirklich hier stockduster. Ich habe leider jetzt das nicht aufgenommen, weil mir die GoPro kaputt gegangen ist. Ansonsten hätte ich auch mal eine Nachtaufnahme gemacht. Ist aber auch eigentlich für eine Enduro ganz okay. Der Tank reicht für einen circa, ich weiß nicht, dreiviertel Tag. Kommt darauf an natürlich, wie man fährt. Wir sind um 9 Uhr gestartet und sind um 12 Uhr tanken gewesen. Und dann hat man, ja, für zu zweit haben wir dann im Endeffekt für 4,8 Liter reingetankt. Ansonsten hat sie sich wirklich gut geschlagen. Es ist natürlicherweise auch wieder ein schöner, ganz schöner Auspuff dabei. Der Leistungskubus, dass das im Endeffekt einen schöneren Abzug gibt. Auch der hier ist Standard. Also ist einfach bei Lau dabei. Das nächste Thema ist der Lenker. Also was mir aufgefallen ist im Stand, Akira. Und Lenker. Komm, ab, ab. Ist gut. Nächste ist der Lenker und die Sitzposition. Was mir aufgefallen ist, ich bin knapp 1,89 groß. Für mich persönlich wäre hier ein Riser wieder okay, weil ich schon sehr in den langen Armen bin, wenn ich stehe. Ein kleiner Riser würde mir schon helfen. Ansonsten vom Gas her ist sie, also von 0 auf den ersten Losfahren, ist sie ein bisschen futzelig. Und dann, wenn man im Endeffekt an einem bestimmten Gas ist, also wenn man ein bisschen Bewegung hat, dann ist es wirklich gleichbleibend und auch sehr linear. Da macht auch sehr viel Spaß. Wenn man aber auch mal einen Druck braucht, ist das auch kein Problem. Ich kann auch wirklich sagen, ich bin jetzt wirklich fast eine Woche da durchgefahren mit der Maschine und man kriegt keine langen Arme. Also 450 Kubik hört sich nach viel an, macht aber auch Sinn. Ich würde, weil unser Guide hat eine 300er Zweitakt, ich würde, wenn ihr einen Zweitakter referieren würdet, würde ich euch empfehlen, den 300er Kubik weniger zu nehmen, weil die fährt sich sahneweich. Was mir nicht gefallen hat, ist der Deko.
Das ist ein bekanntes Problem scheinbar bei Sherco. Da hat auch schon endurofun.eu einiges schon erfragt bei Sherco, weil die verhakt sich oder irgendwas ist mit der, also es gibt irgendwelche Probleme mit der Deko. Das heißt also, ich bleibe stehen, der Motor ist aus, egal warm oder kalt, naja, eher hauptsächlich warm. Auf einmal drückst du auf den Knopf und die macht und das war's. Und das lag halt daran, dass der Deko im Endeffekt nicht aufmacht oder dass der Deko nicht aktiv wird und der Anlasser nicht die Möglichkeit hat, sich selbst ohne die Komprimierung im Endeffekt einmal durchzudrehen, um den Motor zu starten. Man merkt, es bringt nichts und deswegen muss man, also die einzige Lösung dafür ist, umdrehen, einen Berg suchen und den typischen Oldschool-Anspringen-Terrain machen. Also zweiter Gang rein, Berg runterrollen und dann Kupplung kommen lassen, einmal auf den Sitz mit dem Arsch schauen und auf den Knopf drücken und dann läuft sie wieder. Ist aber in manchen Situationen halt einfach scheiße. Mal aus. Vor allem bei Single Trails oder sowas ist das halt natürlich also eine Sache, die nicht so cool ist. Wenn das mit dem Deko dann öfters passiert und man jetzt aus lauter Dummheit dann im Endeffekt dann immer georgelt und georgelt und georgelt hat, ist die Lithium-Ionen-Batterie auch relativ schnell leer. Wenn die leer ist, dann kommt das nächste Problem. Ohne Batterie gibt es keine Benzinpumpe. Ohne Benzinpumpe gibt es kein Benzin und ohne Benzin gibt es keinen Motorstart. Also egal, was ihr dann macht, die Maschine funktioniert dann nicht mehr. Dann die Lithium-Ionen-Batterie wieder laden lassen oder ein bisschen warten lassen, bis sich die Lithium-Ionen ein bisschen erholt hat und dann wieder einen Berg runterrollen, um dann den Deko wieder rauszukriegen und dann laufen lassen und nicht mehr ausmachen. Das fand ich ein bisschen uncool, aber ansonsten ist die Maschine wirklich sehr, sehr geil. Soweit ich auch gehört habe, ist Sherco auch daran, da eine Lösung anzubieten. Da müssen wir halt mal schauen. Ich schaue auch mal für euch in ein Forum und frage auch mal bei Sherco an, ob es da vielleicht eine Lösung gibt schon. Gut, ja, und als nächstes gibt es halt hier jetzt den Sitz. Befindet sich dann hier die Benzinpumpe und der Anschluss von der Abnahme. Und der Luftfilterkasten sitzt wieder typisch dahinter. Ist ein relativ großer, volumiger. Und ist aber schön zu erreichen, man muss sich nirgendwo anhauen. Der Gleichrichter ist gleich darunter. Die Batterie liegt unter dem Luftfilter. Das heißt also, sie müsste erst den Luftfilter wegbauen, um dann wieder unten an die Batterie zu kommen. Weil die Batterie sitzt irgendwo hier. Tja, ansonsten gibt es bei der Maschine nicht viel zu erzählen. Also ich würde euch raten, also wenn ihr sie fahren wollt, jetzt noch, ruft doch einfach mal bei endurofun.eu an und oder schreibt in der WhatsApp und fragt, ob noch irgendwie ein Platz frei ist und dann könnt ihr die 220 auch selber fahren. Ansonsten, mein Gott, das ist eine typische Enduro mit knapp 100 Kilo. Ja, und wie viel 100 Kilo sind es? 103, 100, 4, 105? Das spielt keine Rolle. Das spielt wirklich keine Rolle. Wenn du fahren kannst, kannst du fahren. Wenn du nicht fahren kannst, kannst du nicht fahren. Ansonsten finde ich sie sehr, sehr geil. Und auch die Ersatzteilliste, also vom Kostenfaktor her, ist halt einfach wirklich schon sehr cool. Also ist relativ günstig. Ich würde sagen, wenn ich jetzt Anfänger wäre und würde sagen, ich möchte jetzt gerne Enduro anfangen zu fahren, wäre die Sherco wirklich eine gute Maschine, bis auf den Deko, schon sehr cool. Also ist relativ günstig. Verbrauch ist okay. Ich würde einfach mal sagen, ich schiebe mal ein paar Videos rein. Dann machen wir jetzt noch ein Bike-Porn von diesem hübschen Ding. Also, bis bald. Fertig. Und ab in den Porn.